Zu Wort gemeldet hat sich Michaela Steinacker von der ÖVP. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Vizekanzler, Herr Staatssekretär, Hohe Volksanwaltschaft, Frau Rechnungshofpräsidentin, geschätzte Bürgerinnen und Bürgerinnen, Hohes Haus. Ich möchte mich ganz kurz zum Sportbudget ein bisschen das Wort ergreifen, weil mir der Sport ein ganz, ganz großes Anliegen ist und nicht nur mir, sondern auch all denen, die sich für den Sport in Österreich engagieren und den über 9000 Vereinen, die wir auch in Österreich vertreten dürfen. Es gibt eine Grundlage, die Basis für dieses Budget ist, wie es der Herr Vizekanzler uns im Sportteil präsentiert hat. Und das ist ein doch sehr ambitioniertes Regierungsprogramm zum Bereich des Sportes, das zum Ziel hat, den Stellenwert des Sports in Österreich entsprechend zu stärken und nach vorne zu bringen. Und das, trotzdem alle Budgetziele, die großen Linien, nämlich einen ausgeglichenen Haushalt zu schaffen, Sparvorgaben der Ressorts und das Ziel, die Steuerlast der Bürgerinnen und Bürger zu senken, dass dem entsprochen wird, ist es trotzdem gelungen, die Sportförderung dort zu halten, wo sie in den letzten Jahren war. Und so wird 2019 das Sportbudget in etwa 130 Millionen betragen, im heurigen Jahr 280 Millionen. Herr Vizekanzler, du hast uns versichert und angekündigt, dass du dich um die Valorisierung der Sportförderung in Österreich kümmern wirst und du bist bereit, dafür zu kämpfen, dass zusätzliches Sportgeld in den Sport in Österreich kommt. Ich erachte das für sehr, sehr wichtig, denn der Sport muss nicht nur bei den Sportlerinnen und Sportlern in den Vereinen, dort, wo das Ehrenamt Großartiges leistet, ankommen. Es muss auch nachhaltig für die Entwicklung des Sports in Österreich gesorgt werden und dass unsere Sportlerinnen und Sportler bessere Rahmenbedingungen und Chancen haben. Danke, dass du dich darum auch persönlich kümmern wirst. Ich erachte es als extrem wichtig, dass wir in den Budgets 18 und 19 wieder den Schwerpunkt auf die Bewegung unserer Kinder und Jugendlichen gesetzt haben. Kinder gesund bewegen ist ein Erfolgsprojekt seit 2009. Hunderte beteiligte Vereine, Dachverbände bewegen in über 150.000 Sporteinheiten unsere Kinder. Das ist ein dreifacher Mehrwert für unsere Kinder. Sie haben Spaß dabei, sie lernen besser in der Schule und es wird dem Trend auf Übergewichtigkeit eine klare Absage erteilt. Und der zweite Schwerpunkt unserer Förderung ist die Gesundheitsförderung. Die Kollegin Steger hat es gesagt, 1 Euro in den Sport spart 5 Euro in der Gesundheit. Also Prävention ist ein Gebot der Stunde beim Sportfördern. Wir stehen mit der FitSport Austria GmbH mit dem Qualitätssiegel für höchste Qualität im Sport, für Jung und Alt, für alle Menschen, die in unseren Vereinen Sport machen. 550.000 Freiwillige in Österreich leisten so viel, wie wir es bezahlt nicht im Sport jemals leisten könnten. Dafür sage ich ein aufrichtiges Danke an alle unsere Funktionäre und Freiwillige. Herr Vizekanzler, im Rahmen der Sportstrategie Austria hast du einen kooperativen Prozess eingeleitet. Die Sportverantwortlichen von Bund, Länder, Gemeinden und den verschiedenen Verbänden sind aufgerufen, mitzuwirken, dass zielgerecht Sport gefördert wird. Wozu? Im Ziele, mit dem großen Ziel, Österreich zu bewegen, den Menschen die Menschen in Bewegung zu bringen, egal ob jung, ob alt, ob Fitness- oder Gesundheitssport, Leistungssport, Spitzensport, Sport in Österreich soll jeden bewegen und am Ende des Tages begeistern. Danke.